Einen guten Abend wünsche ich euch und ja, ich hoffe, ihr freut euch schon wieder auf das nächste Video. Gestern gab es ja schon ein verdammt leckeres Rezept, ein Joghurtkrustenbrot und heute geht es natürlich direkt weiter und ihr seht, ich habe schon wieder was vorbereitet, ich habe schon wieder lauter leckere Zutaten vor mir stehen und ich habe einen Bärenhunger, denn ich war heute den ganzen Tag im Außendienst und da habe ich gedacht, heute Abend muss ich was Deftiges essen, wenn ich heimkomme. Deswegen gibt es für euch heute ein ganz tolles Rezept, das ist super simpel, einfach, wer mich kennt, weiß, auch meine Rezepte sind immer total easy und super neu zu kochen, denn ich habe noch einen Quicheteig daheim gehabt, den gibt es ja auf der Holzkauf, den kriegen wir im Globus, den kriegen wir im Aldi und den hatte ich jetzt hier schon mal in die 3,3 Liter in die Auflaufform gemacht. Das ist jetzt ein Gegenstück zu gestern, ich habe euch ja gestern die Ultra Pro Kastenform gezeigt, wo wir das Brot drin gebacken haben und heute tue ich die große nutze, die 3,3 Liter, die Auflaufform und das Sine auch. Da haben wir einen wunderschönen großen Deckel auch dabei, den mache ich nachher nämlich drauf, wenn das Ganze backen tut, dann braucht das Ganze nämlich nur so ja, 25 Minuten, dann ist die Quiche auch schon fertig. Und was ich euch auch mal noch zeigen wollte, weil bei der Kastenform geht das nicht, weil der Deckel ja einen Griff bei der Kastenform hat, auf dieser Ultra kannst du Tandem kochen, nämlich hier Sina, hat man nämlich in dem Deckel noch einmal die Möglichkeit, da könnte ich jetzt von der Tiefe her gerade noch einmal Quiche machen, denn da passt es nämlich genauso vom Volumen noch einmal rein wie ohne. Du brauchst schon nicht die ganze Höhe von der Ultra-Auflaufform, deswegen wird der Deckel reicher, könntest du sogar auf zwei Ebenen, wenn du jetzt eine Großfamilie hast, könntest du sogar zwei Quiches auf einmal machen, weil die sind hier drin super easy und leicht gemacht. Und was brauchen wir? Also ich habe jetzt hier immer Lauch drin in der Salatschleuder, den tue ich euch noch schleudere, dass ich euch das zeigen kann. Dann habe ich hier leckerer Kateschinken. Ich liebe persönlich immer die Kleine, die fein gewürfelte. Es gibt ja auch die grobere oder diese Baconstreif, die können dann natürlich auch holen. Dann habe ich hier noch ein bisschen Rest vom Wochenende. Ich habe noch ein bisschen Käse übrig, aber ich tue euch natürlich auch noch im Mahlchef frischer Käse dabei rappe. Das da ist jetzt Gouda. Ich habe hier noch Emmentaler, den mische mal nachher ein bisschen, weil, wie heißt es, das schmeckt ganz gut. Und ihr seht auch gerade, ich habe hier zwei schöne Größe von der Clear Collection in der Hand. Und das sind so meine Lieblingsgröße, was den Kühlschrank angeht. Die haben 610 ml. Und wenn du dann gerade immer so mal am Kühlschrank gucke durch, was habe ich dann noch übrig, was kann ich noch verarbeiten, dann finde ich das halt immer gerade gut in der Clear Collection, weil es, du siehst, sie sind durchsichtig. Also ich bin ein sehr, sehr großer Fan der Clear Collection. Ich habe die auch schon seit dem Zeitpunkt, wo sie draußen kam, also wo sie das erste Mal im Angebot war, vor 2 Jahren. Und deswegen muss ich persönlich sagen, ich habe meine ganze bunte Schüsseln aus meinem Schrank sortiert, so, weil ich immer jemand war, ich habe gerne was ins Dipscherin gemacht, Deckel drauf und dann in den Kühlschrank. Und irgendwann habe ich gedacht, oh, mach ich mal noch was war da noch mal drin? Scheiße, ne? Das ist jedem bestimmt schon mal passiert und deswegen liebe ich halt diese 610 ml von der Clear Collection oder auch die 290er, wenn man gerade nur was Kleines noch drin hat. Aber ich bin halt einer, ja, ich bin ja torpisch, deswegen tue ich mal alles schön durchsichtig verpacke, sage ich jetzt immer, dann fällt es mir auch direkt in die Hände und ich sehe nach immer noch, was ich übrig habe, dass man nicht so viel Lebensmittel wegwerft. Weil der Monat März steht ja auch ganz groß unter Nachhaltigkeit und da komme ich auf jeden Fall auch noch dazu, denn ich habe hier auch noch Petersilie stehen in meiner Klimaoase, aber die tue ich euch nur heute Abend ganz kurz zeigen, denn da will ich euch noch ein ganz schönes, langes, ausführliches Video machen, weil die sind ja den Monat im Angebot und es gibt sie ja sogar auch für die Gastgeberin, wenn sie das möchte. Aber ich will jetzt gar nicht mehr so lange sprechen, sondern ich würde jetzt gerne mit dem Rezept anfangen, sonst wird mein Video nochmal viel zu lang. Und ja, also ich habe jetzt als allererstes vorbereitet, hier in unserer Ultraform, unseren Quicheteig, das hatte ich schon gesagt. Ihr seht auch bestimmt diese kleine Löschelchen, die habe ich einfach nur mit der Gabel drin gedrückt, da tut der Boden nachher schön gleichmäßig durchbacke. Und hier habe ich die Masse drin in unserem großen Shaker, in unserem 600 ml. Da passt es nämlich ganz genau drin. Was habe ich hier drin? Also ich habe einen Becher Schmand drin, einen Becher Sahne, 4 Eier, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Muskatnuss und noch ein bisschen Maggi. Also wer mag, kann den Maggi natürlich weglassen, aber ich habe noch ein bisschen Maggi drin. Und hier steht so mein Allrounder, den man jetzt auch als erstes brauche, den ich über alles liebe. Ich glaube, ganz viele
ja, Tupper-Fans haben sie auch daheim, weil das ist so ein Produkt, das gibt es schon ewig lang, nämlich unser Mikrowelle-Kännchen. Und da gehe ich jetzt als allererstes nämlich mal unser Dürrfleisch drin mit unserem Lauch zusammen, den ich aber erstmal noch schleudern muss. Und dann tue ich das Ganze mal so 3 Minuten bei 600 Watt in die Mikrowelle und tue das Ganze andünste. Das ist nämlich richtig cool bei unserer Mikrokanne. Das heißt also, der Deckel drauf, ihr braucht gar nicht mehr die Pfanne anzuschmeißen, ihr braucht kein Herd euch dreckig zu machen, weil das da ist ein reines Rezept, was ich euch heute auch mitmache, mit Backofen und Mikrowelle. Weil der Rest wird fertig gemacht im Backofen und wir müssen nur ein bisschen unser Lauch und unser Dürrfleisch in der Mikrokanne anschwitzen. Und das ist einfach genial, weil das geht ganz, ganz schnell. Ich nutze die aber auch sehr viel für Essen zu erwärmen, ja, das heißt durch dieses Mikrowellengeschirr leitet die ja wahnsinnig schnell und gut. Das ist einfach das beste Mikrowellengeschirr, was wir haben. Auch diese rote Mikrowelleteller, die Mikrofixe, das ist für mich persönlich, weil du die halt auch am meist warm machen kannst. Du musst ja nicht so unbedingt auf die Wattzahl achten, wie bei den anderen Mikrotuchbehälter, die wohl nur aus Kunststoff sind. Und die kannst du halt auch eingefrieren. Wer sie nicht kennt, komm, ich zeige euch mal gerade schnell. Weil ich habe die nämlich ganz oft gebraucht, das sind die hier. Und das ist das gleiche Material wie hier unser Mikrowelle-Kännchen. Und das Schöne an denen ist ja, man hat hier in der Mitte den Boden nach oben gewölbt und somit ja, wird als erstes in der Mitte erwärmt. Und ihr kennt das ja vom Teller. Ja? Wenn ihr im Teller was warm mache, wo wird es immer als letztes warm? In der Mitte. Deswegen geht man immer noch mal hin und rührt es noch mal um, dass es gleichmäßig warm wird. Und deswegen hat dieser Behälter nämlich hier in der Mitte im Boden nach oben gewölbt. Und das Gute bei denen ist, die kann schon auch ingefrieren mit. Ja, die haben hier im Deckel dieses Dampfventil, die habe ich immer mit dabei auf der Arbeit. Ja, die sind auslaufsicher. Und das da ist jetzt immer gerade der große, es gibt aber auch einen halb so groß. Das ist dann nur der 700 ml, das da ist der 1,5er. Aber das ist eine Nummer vom Vergleich her, wisse, das gleiche Mikrowellengeschirr. Ne? Und das leitet halt einfach gigantisch. Was kann man alles noch in einer Mikrokanne machen? Außer jetzt Dürrfleisch und Zwiebelchassane schon mal andünsten. Man kann Marmelade drin kochen, man kann den Torteguss machen, wenn man jetzt im Sommer wieder Erdbeerkuchen backe und dann kannst du den da drin, du kannst Schokolade drin schmelzen. Es gibt ganz viele, die, sag ich mal, wenn sie Banane übrig haben, Obst, was überreif ist und sie wollen es nicht mehr so pur essen, weil es nicht zu süß ist, dann machen die gerade das Ganze in die Mikrowelle mit ein bisschen Gelierzucker und kochen gerade 2 Gläschen Marmelade dort raus. Ganz viele machen es halt, wenn du warmer Kaba drin gewünscht, Kakao mit der Milch dort drin. Ich tue mein Butter immer dort drin zerlasse, wenn ich Waffelteig mache, ne? Oder eine Kuchenteig, wo geschmolzene Butter dann drin kommt. Dort davor ist die genial. Es gibt auch viele, die backen sogar dann einen Kuchen dort drin. Das ist sogar auch möglich. Dann hast du so einen kleinen Kugelhupf, so mini. Ja, ich kann, also ich nutze die einfach immer schon so, mit ist die in mir drin. Ihr merkt, ich sprudle vor Ideen. Die Mikrokanne ist wirklich sehr, sehr viel einsetzbar. Und als kleiner Tipp, wie heißt, so gibt es sogar ein kleines Büchchen, das heißt eine Kanne für alle Fälle. Wer sie daheim hat oder wer Interesse an der Mikrokanne hat, das kostet 4,90 Euro. Da sind noch ganz süße Rezepte drin. Feierabendnudeln, Hähnchen, alles. Ah, Quellesjahr. Quellesjahr ist auch so geil. Wissen ja bestimmt, was ich alle meine mit Quellesjahr. Die kleine Kartoffelchen mit Schale, selbst die kannst du hier drin gare. Ganz ein kleiner Spritzer Wasser drüber. 10 Minuten in die Mikrowelle sind die gar. Das ist gigantisch. So, jetzt habe ich ganz viel über die Mikrokanne geschwätzt. Jetzt zeige ich euch aber auch gerade noch unser cooles Salatkarussell, weil das ist bei mir immer im Einsatz und vor allen Dingen sage ich mal auch ganz oft noch zum Aufbewahren von Salat, denn es ist nämlich nicht im ersten Moment nur ein Salatschleuder, sondern ihr habt auch noch automatisch eine Aufbewahrungsschüssel dabei. Ihr wisst, geschleuderter Salat hält sich viel länger wie nasser Salat, der wird euch schneller welk. Und ich muss euch sagen, ach, wenn er den Salat schleudere, der hält das Dressing ganz anders da an. Ich sage immer so schön, wenn wir aus der Dusche kommen, trockeln wir uns ja auch ab, bevor wir uns incremen, sonst wird die Creme in der Halle. Und genauso ist es beim Salat. Was müssen wir zum Salatkarussell wissen? 4,3 Liter Fassungsvermögen ist natürlich auch nochmal richtig schön die Schüssel. Wir haben hier unten haben wir unser Gummilip unten drunter. Das heißt, wenn ihr jetzt klar die Oberfläche haben wie ich in der Küche, dann stellen wir die hin, dann rutscht euch die nicht weg. Ihr habt ganz, ganz leicht die Übersetzung. Ihr merkt, ich fange an zu drehen, die läuft schon wie von ganz allein. Und jetzt hoffe ich, dass wir das sehen, wenn ich an die Spüle gehe. Denn
wenn du den Salat geschleudert hast, und ich habe jetzt den Lauch da drin, dann hat man nämlich hier so einen schönen kleinen Ausguss und da halten wir einfach die Hand drauf und dann lassen wir das Wasser gerade immer hier so rauslaufen. Ja? Das heißt, ihr braucht innen drin nicht noch einmal das Kerbchen rauszuholen, auf die Seite zu stellen, die Schüssel zu holen, Wasser rauslaufen zu lassen. Nee, und dann könnt ihr dann einfach super cool euer Salat, ich tue auch manchmal je nachdem, was ich für Nudelsalat mache, du hast so Muschelnudeln, ne, die du nicht sogar dort drin abschleudern, weil ihr glaube gar nicht, was da alles noch an Wasser rauskommen kann. Das ist echt irre. So, aber ich glaube, wenn ich jetzt zweimal gedreht habe, Sina, es kommt immer noch mal ein bisschen Wasser raus. Und jetzt kennt ihr noch beispielsweise, weil ich ja auch gesagt habe, ich nutze die ja auch als Aufbewahrung im Kühlschrank, habt ihr ja immer bei einer Salatschleuder auch noch mal einen Deckel dabei. Das heißt, wenn da jetzt im Sommer ist der Salat ja immer mehr gefüllt da wie im Winter. Im Winter sind sie immer relativ klein, ja. Und wenn ihr dann im Sommer einen großen Salat hast und ihr esse jetzt sage ich mal nicht den ganzen Salat, dann dusche den direkt mit Wäsche, dusche eine gut Schleuderer und dann stellst du ihn gerade so, wie er ist, mit dem Deckel in den Kühlschrank und dann hält er euch, kann ich euch sagen. Das ist gigantisch. Und abends, wenn man esse daheim und ich habe den Salat fertig geschleudert, dann kannst du natürlich auch gerade hingehen und kannst den Salat dann in die Schüssel reinmachen und machst Dressing dran und da brauchst du nicht noch einmal Schüssel rauszuholen. Und hier, Sina, haben wir jetzt das schöne Siebchen, ne? Und das liebe ich auch, weil da passen nämlich auch gerade 500 Gramm Spaghetti drin, sage ich mal, wenn er die gekocht hat, dann kann er die dort drin auch gerade nutzen zum Abschütteln. Also ihr seht eine Menge, was man mit dem Salatkarussell auch machen kann. Und jetzt mache ich den Lauch dabei, aber ich mache nicht den ganzen, das war jetzt eine ganze Stange, die braucht man aber nicht. Ich gucke immer so, wenn ich in der Mikro kann, ich bin so Pi mal Daumenkocher oft. Und ihr seht, ich bin schon wieder am Wurzeln, aber ich mache so ein Herz wieder weg. So, also, Lauch drin, den habe ich jetzt auf den Truff, jetzt habe ich das Dürrfleisch, jetzt gehe ich noch einmal hin und hebe es ein bisschen durcheinander, dass ich es ein bisschen vermenge, dass das Dürrfleisch mit dem Lauch sich in der Mikrokanne ein bisschen vermischen tut. Und dann sage ich jetzt erstmal in die Mikrowelle für 3 Minuten und in der Zwischenzeit zeige ich euch noch ein paar andere schöne Produkte. Wenn ihr aber Fragen habt zu den Produkten, dann meldet euch in der Gruppe, dort bin ich schon da. Ne? Also schon mal die Mikrowelle hierher geholt, dann sage ich jetzt mal 600 Watt und dann machen wir es nur so gute 3 Minuten und dann müsste es eigentlich auch schon reichen. So, ich habe ja gesagt gehabt, dass ich hier schon ein bisschen Käse noch vom Wochenende übrig habe. Aber ich will auch jetzt euch noch meinen Mahlchef zeigen, denn den liebe ich über alles. Für Käse zu raspele, für Nüsse zu raspele, für Schokolade zu raspele. Es gibt ja auch unser Turbochef, den zeige ich euch auch gleich noch. Aber bitte im Turbochef keine Schokolade raspeln, weil das ist mit dem Messer, das funktioniert nicht. Alles andere Kinder dort drin, auch zerkleinere. Aber was Käse angeht, ich mag so Sachen immer gern so schön gleichmäßig geschnitten. Und deswegen tue ich das in unserem Mahlchef machen. Dort geht auch Parmesan, dort geht auch Mozzarella und Emmentaler und Gouda. Gouda ist halt nur ein sehr klebriger Käse. Den müssen wir bis zum Schluss im Kühlschrank lassen, dass der schön kalt ist, wenn er den reibe. Wie ist der aufgebaut? Ihr seht, wir haben hier die Kurbel, die können wir auch komplett immer auseinanderbauen für in die Spülmaschine. Und dann setze ich hier wieder dieses Metall auf die Näsia zusammen und drehe die Kurbel wieder zusammen, wenn er gespült und sauber ist und setze es zu. Dann haben wir hier unser Bötchen. Und das Coole ist, bei unserem Mahlchef ist auch automatische Deckelchen dabei. Das heißt also, da könnte er, wenn er den Käse dann auch rappe, automatisch drin aufbewahre und könnte es mit dem Deckel in den Kühlschrank reinstellen. So, jetzt fange ich an. Ich habe hier vorne Emmentaler jetzt. Und ich muss euch sagen, ich reibe halt die Sache frisch. Bei mir gibt es nichts in der Tüte gekauftes. Ich meine das nicht. Ich finde auch, das schmeckt einfach nicht. Und ich bin halt auch einfach ein Kocher mit Leib und Seele. Und ich finde, das ist ein bisschen Lebensqualität, weil frisch geriebener Käse, der riecht allein ganz anders. Der hat eine ganz andere Konsistenz, weil die halt auch einfach kein Trennmittel drin sind. Ja? Und der Aspekt, was natürlich auch noch ist, man bekommt natürlich aus einem Stück Käse, ja, bekommst du viel mehr raus, wie aus dem Abgepackten, wo die Grammzahl schon draufsteht. Wundern euch nicht, dass er mal gerade so ein bisschen rutscht. Mir sind meine Gummifüße nämlich schon wieder abgegangen. Da muss ich mal nochmal welche bestellen. Ich bin immer so torbart, ich verliere immer so viel, weil normalerweise hat der nämlich dann auch 5 Gummifüße dabei.
Und je oft, wenn der halt oft im Einsatz ist bei mir, dann kann es auch nur sein, dass der dann halt nur Hupse geht. Deswegen muss ich mal einfach über die Ersatzteile immer nochmal zwei Stück dazu bestellen und dann steht der auch nochmal gleichmäßig. So, und dann Sina, das ist toll, wie locker flockig der Käse rauskommt. Warte, ich komme mal an die Kamera, ich zeige euch das mal, das nass sehen. Schade, dass das nicht riechen kenne. Aber gucken mal, Sina, das, wie toll der riecht. Wie toll der riecht, ich bin bescheuert, wie toll der aussieht, ne? Wie toll der riecht. Es kann gar nichts durch die Kamera riechen. Aber das ist so typisch Sandra. Das heißt also, da machen wir unser Käse, aber ich will noch ein bisschen mehr Käse haben. Ich tue gerade noch ein Stückchen machen und dann tut auch schon die Mikrowelle piepsen. So, die hole ich aber schon mal raus, dass die nicht weiter nerven tut. Und da habe ich euch schon gesagt gehabt, dass ich jetzt auch noch die Turbochef da stehen habe. Und ich habe ja auch noch eben gesagt, schon Petersilie. Und dort mit mache ich die Petersilie, weil, wie ich bei Tupper war, das erste Mal auf einer Tupper-Party war, ich hatte gar nichts von Tupper, ich habe keinen Plan von Tupper gehabt. Ich war einfach nur begeistert und habe gedacht, im ersten Moment, ich brauche den ganzen Katalog. Und das allererste Produkt meines Lebens, was ich mal auf einer Tupper-Party kaufe, wo ich noch keine Beraterin war, war nämlich der Turbochef. Der hat damals, der Berater, wo die Party gemacht hat, der hat damals eine Zwiebelerin gemacht und ich liebe ja Zwiebeln, aber ich hasse Zwiebeln zu schneiden, weil ich immer anfangen muss zu weinen. Und der hat genau gewusst, wie er mich kriegt. Ne? Das Coole ist, mein Mann war noch dabei gewesen und mein Mann ist gelernter Koch, ja, und der kann das eigentlich noch so früher, also mit dem Messer, wobei er noch heute auch nutzen tut, weil er sagt, es ist halt auch einfach cool, dass die Finger nicht mehr riechen. Und dann hat er genau gewusst, wenn der Sandra jetzt eine Zwiebel drin macht und die zerkleinert die, dann kauft die das Ding. Und genauso war es auch gewesen. Der hat mir eine Zwiebel nämlich dann drin gefüllt und ich habe dann, wie heißt so dran gezogen. Und am Ende der Geschichte kann ihr euch schon denken, was war, ich habe gekauft. Ne? Also das wollte ich euch nämlich nur noch zeigen, weil der Mythos ist immer, der ist nur für Zwiebeln zu zerkleinern. Das stimmt gar nicht. Der ist nämlich noch für viel, viel mehr. Und an Petersilie zeige ich euch das nämlich gleich, weil das ist gigantisch. Das ist dann wirklich schade, dass ich das nicht riechen kenne, weil dieser Duft von Petersilie ist echt der Hammer. Aber jetzt gucken wir, ihr seht hoffentlich den Wasserdampf, der hochkommen wird. Oh, das liebe ich, das riecht immer so gigantisch, so gedünstet. Oh, Dürrfleisch. Was ich noch feiner, also was ich noch mehr will, ist. Was ich noch mehr gerne rieche, sind wenn Zwiebeln dabei sind. Ich bin ein Zwiebelmensch, ich liebe Zwiebeln ohne Ende. Und jetzt Sina, ach schön, ich komme mal gerade bei euch, dass wir das mal in der Kamera sehen. Gucken wir, wie schön das jetzt auch von der Farbe gedünstet ist. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Sina, das Dörrfleisch hat schon seine Farbe jetzt gerade. Da unten schwimmt jetzt das Fett. Wenn ihr wollt, könntet ihr dieses Fett jetzt auch ausgießen. Aber machen wir nicht, ist ja Geschmacksträger. Lassen wir dabei. Also, geh mal hin. Du mal jetzt hier unsere Masse vom Dörrfleisch und vom Lauch tue ich jetzt auf die Kiste beimachen. Und dann kommt anschließend, ich glaube, ich habe noch keine ein bisschen Lauch nur Dünste. Ah ne, es ist genug, es reicht. So, Dörrfleisch. Wer das natürlich auch, jetzt sagen wir, falls man Vegetarier hätte, kennt man das auch super geil als Gemüseküche machen. Mit Zucchinis drin, da kennt man Karotte dabei machen, ihr kennt da auch Kartoffeln noch mit dabei machen. Die Masse kennt man Gleichschlosse, ihr kennt die auch mediterran machen, das habe ich auch schon mal gemacht. Mit Feta und getrocknete Tomate und Olive, das schmeckt auch super. Aber mein Mann hat sich heute Dürrfleisch gewünscht, weil der ist ein Fleischesser. So, jetzt gehen wir hin. Jetzt habe ich hier die Masse. Die gießen wir jetzt hier drauf. Und durch die Eier und den Schmand und die Sahne stockt das natürlich richtig schön. Und ich mache euch nachher ein Video, weil die ist so schön nachher geformt. Ja, am Stück, die tue ich dann stulpe, einmal in den Deckel, wenn sie fertig ist, und noch einmal zurück auf meinen Schneidflex. Und das Coole ist dann ist die wie ein kleiner, also wie Kuchen, ja. Und ihr könnt die, wenn ihr wollt, also mir esse die jetzt nachher warm, wenn sie aus dem Ofen kommen tut. Aber wenn ihr so Geburtstag habt, könnt ihr die auch kalt gewelossen, könnt ihr dann die so als kleine Schnitzer schneiden. Bei mir dürfen bald wieder feiern, ich bin ganz sicher. Und zum Sekt oder so dabei, das wird auch, das schmeckt mega. Also ich esse die auch sau gerne kalt. Das ist ein leckeres Rezept. Und im Herbst kann man die auch machen mit Kürbis und so. Merke mal, ich sprudle gerade schon wieder vor Idee. Ich liebe einfach Essen. Und deswegen kann ich euch da jetzt schon wieder so viel erzählen. Ah, jetzt haben wir hier noch
Käse, also dass man natürlich nichts vergesse, weil das ist ja ein kostbares Gut, machen wir natürlich auch noch den Käse drüber. Und dann mache ich euch jetzt auch noch Petersilie drüber. Und in meinem kleinen Turbochef, zurückzukommen auf den Turbochef, ich mache da meine ganze Kräuter drin klein. Ich mache auch mehr Knoblauch in meinem Turbochef klein, das zeige, also kann ich euch gleich zeigen. Dann mache ich, wie heißt, die Petersilie, die Basilikum. Wenn ich Spaghetti mit Pesto mache und Scampis dabei, sind ja liebe Käse, es muss ganz viel Käse hier drauf. Dann mache ich die Pesto dort drin. Ich mache im Sommer die Kräuterbutter dort drin. Beide können da hingehen und können die nämlich dann, also 10 Minuten bevor ich sie machen wolle, können da hingehen und können die aus dem Kühlschrank rausholen, dann ist die ein bisschen weicher und dann passt ein halbes Päckchen drin. Ganz viel Petersilie drin, so wie ich es jetzt auch mache, zum Zerkleinere. Du als erstes die Petersilie klein hacke, dann gehst du hin und machst du Knobi dabei, gut, gut klein. Und dann Salz, Pfeffer, Zitrone und zum Schluss dann die Butter. Ich mache sie auch oft sanische mit Tomatenmark noch. Ja, das schmeckt auch lecker und getrocknete Tomate. So, das doch reicht aber jetzt an Petersilie. Und ihr seht, ich habe die Petersilie in der Klimaoase. Und da werde ich euch auch noch ein Video. Ich denke, morgen mache ich euch ein Video über die Klimaoase. Weil Petersilie, die hält sich dort drin, das ist der Hammer. Ist immer so ein Mythos, stellen es ins Wasser, stimmt nicht. So, wichtig ist beim Turbochef, dass man immer schön waagerecht mit unserer Schnur ziehe. Nie so hochkant oder so runter, sondern einfach nur waagerecht, weil dann geht es vom Mechanismus aus super, super leicht. Ja, und dann ziehen wir gleich. Oh, es geht gar nicht. Oh, es riecht so toll. Gucken wir mal. Mein Video ist schon wieder so lang, es tut mal. Vergebt mir bitte, aber ich will euch doch Rezepte und Ideen kennen. Sina, wie schön der Petersilie. Das wird, der zerkleinert das und kriegt das besser nicht geschmiert. So, jetzt mache ich noch ein bisschen Petersilie drauf. Und dann kommt der Deckel drauf und dann geht sie in den Backofen. Und dann kriegt ihr nachher natürlich auch von mir das Rezept in die Gruppe gestellt. Und ihr kriegt auch von mir, wie heißt es, Bild drin gestellt, wie die Kiche nachher aussieht, wenn sie fertig ist. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, tun euch jederzeit melde. Wichtig ist noch zur Ultra zu wissen, ich habe sie im Hintergrund stehen, im Hintergrund schon den Backofen an, weil die Ultra muss immer in einen vorgeheizten Backofen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil, die soll immer in eine schöne, gleichmäßige Hitze hinkommen. Deswegen habe ich den schon vorgeheizt. Und jetzt fällt mir noch was in, bevor ich jetzt tschüss sage. Der Deckel vom Turbochef ist ganz wichtig, wenn ihr den sauber machen wolle. So holen wir euch ein kleines Löffelchen. Ich hole jetzt gerade das Messer, für es euch auf die Schnelle zu zeigen. Hier vorne ist eine Öffnung und da könnt ihr nämlich mit dem Messerchen drin gehen. Dann drücken wir das immer voneinander ab, weil die Zugschnur, die darf nicht nass gehen. Das kann in die Spülmaschine und ach, gerade wenn er so Sachen mache wie Kräuterbutter, das ist ja Butter, das kriegen wir immer nur richtig in der Spülmaschine sauber. Und ihr könnt es natürlich auch in fließendem Wasser machen. Falls euch die Schnur mal nass werden sollte, gehen wir hin und ziehen hier das weiße Nippes hier auf und stecke das dann hier vorne drin, dann könnt ihr die von außen trocknen lassen. Das war noch ganz wichtig, dass man das wisse. Oh, ich habe jetzt noch den großen Extra-Chef da stehen. Ihr merkt, ich schwätze viel zu lang wieder. Den wollte ich euch eigentlich auch noch zeigen, weil ja, wenn du einen kleinen Turbochef hast, auch das Ganze mit dem großen Extra-Chef kombinieren kannst, ja, weil die Deckele ja gleich sind. Das heißt, egal, ob du jetzt schon den kleinen oder den großen hast, die Deckel sind gleich. Ja. Das heißt, ihr könnt immer wieder erweitere Aufstocke oder vom großen auf die kleine gehen, weil denen habe ich immer im Einsatz, wenn ich gerne so Sachen mache wie Bolognese oder Suppegemüse brauche. Der hat 1,35 Liter und das ist der Nachfolger von dem alten Quickchef. Der hat ganz früher hat der so eine Kurbel gehabt. So, ihr Lieben, ich habe viel zu lange geschwätzt, es tut mir leid, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, obwohl es so lange gedauert hat, aber so Rezept hat man natürlich auch nicht immer in 2 Minuten fertig und ich wollte euch ja wieder was Schönes zeigen. Bilder und Rezepte folgen und dann würde ich sagen, da sehen wir uns morgen, ihr Lieben. Tschüss!